Und wieder einmal recht herzlich willkommen zurück in Teak City bei meinem Let's Play zu Pokémon Heart Gold. Im letzten Part habe ich bereits meinen 6. Orden gewonnen, da habe ich nämlich Jasmin in Oliviana City besiegt, wobei ich zugeben muss, dass das endlich mal ein richtig schwerer Arena-Kampf war, weil besonders ihr Stalos war wirklich eisenhart, also das war wirklich ein stahlharter Kampf, weil sie auch Stahl-Pokémon verwendet hat. Und ich hatte wirklich schon fast ein bisschen Bedenken, ob ich das schaffen würde, aber ich hab's geschafft. Hier nochmal der Beweis. Ja, jetzt fehlen nur noch mehr 2 Orden und die werde ich mir natürlich auch noch holen. So, und jetzt noch eine andere wichtige Sache. Ich muss euch wieder mal neue Teammitglieder vorstellen bei meinem Pokémon. Und zwar, ihr seht, dass ich mir ein Morlord gefangen habe, auf Level 25 weiblich. Und jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, wie bin ich an ein Panzer-Eron Level 53 rangekommen? Das muss ich jetzt mal erklären. Normalerweise kann man in Heart Gold gar kein Panzer-Eron wild fangen. Das ist nicht möglich. In Heart Gold gibt es das nicht. Das gibt es nämlich nur in Soul Silver. Da habe ich mich ziemlich geärgert, dass ich das herausgefunden habe. Finde ich irgendwie voll fies, dass es in Heart Gold kein Panzer-Eron gibt. Aber in Platin gibt es wilde Panzer-Eron zu fangen. Ich habe das jetzt einfach so gemacht. Ich habe mir in meiner privaten Platin nach langer und mühevoller Suche endlich ein Panzer-Eron fangen können und habe mir das einfach hierher getauscht, weil ich mir gedacht habe, mein Topsy ist eh so nutzlos. Das habe ich nur zum Fliegen benutzt und für sonst gar nichts. Aber ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Dadurch, dass man Panzer-Eron in Platin auch nur auf Level 53 und nicht niedriger fangen kann und es somit jetzt das stärkste Pokémon im Team wäre, mache ich euch einfach folgenden Vorschlag. Ich werde es momentan noch nicht zum Kämpfen benutzen, sondern wirklich nur zum Fliegen. Ich habe ihm die vor dem Fliegen schon beigebracht. Also fürs Erste wird es wirklich nur im Team bleiben, damit ich überall hinfliegen kann, wo ich hin will. Aber wirklich damit kämpfen werde ich erst sehr viel später, weil sonst sagen ja alle, hey, so ein starkes Pokémon, voll gemein und so, jetzt ist ja alles viel zu einfach für dich. Und genau aus dem Grund, wie gesagt, ich werde mit Panzer-Eron im Moment dabei noch nicht kämpfen, sondern erstmal nur auf der Reservebank lassen. Ansonsten, Morlord kann ich euch noch zeigen, das habe ich ganz einfach jetzt mit dem Surfer gefangen. Ist mir persönlich auch lieber als Krabi, wenn ich ehrlich bin, so Bericht. So, Morlord, weiblich Level 25, habe ich mit einem Netzball gefangen. Ich habe ihm die Flinklaw gegeben. Wesen sanft. Gut, das ist jetzt ein neutrales Wesen, also da verbessert oder verschlechtert sich nichts. Genau, auf der Route 32 habe ich es gefangen, das mag es zu entspannen. Das ist vor allem super praktisch, weil es ein Wasser-Boden-Pokémon ist. Das heißt, es ist immun gegen Elektroattacken. Man könnte jetzt sagen, Morlord ist irgendwie das schlechtere Sumpex, weil das ist ja auch ein Wasserboden-Pokémon. So, und bezüglich der Attacken, ich habe ihm natürlich Surfer beigebracht, ist eh ganz klar, damit ich über das Wasser surfen kann. Und ansonsten kann es den Lehmschuss, den Slam und die Amnesie. Und als Fähigkeit hat es Feuchtigkeit. Verhindert Selbstzerstörung der Kämpfenden, das heißt Attacken wie Final und Explosion funktionieren nicht, solange Morlord draußen im Kampf ist. Ist eigentlich auch ganz praktisch. Die andere Fähigkeit wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, nämlich H2O-Absorber. Aber wenn es von einer Wasserattacke getroffen wird, dann absorbiert es die Attacke und füllt seine KP damit auf. Aber da hatte ich halt dann leider kein Glück. Jetzt habe ich gedacht, gut, pfeift drauf, ich habe einfach Morlord bekommen und das reicht mir. Feuchtigkeit ist jetzt auch nicht so verkehrt, die zu haben. Und von den Werten, ihr seht schon, die Initiative ist ziemlich niedrig, aber dafür ist die Verteidigung hoch, der Angriff ist auch hoch, Spezialangriff, es geht eigentlich alles bis auf die Initiative. Und deswegen habe ich mir gedacht, das bleibt jetzt einfach mal in meinem Team. Und ja, nochmal kurz zu Panzer-Eron. Das hat die Fähigkeit Robustheit, Schutz gegen K.O.-Trefferangriffe, das ist auch sehr gut, das heißt mit K.O.-Attacken kann es nicht besiegt werden, die funktioniert bei ihm nicht, weil es diese geile Fähigkeit hat. Und seine Werte sind auch gar nicht mal so schlecht, besonders was die physische Verteidigung betrifft und auch den physischen Angriff. Spezialangriff ist jetzt eher so, meh, und ja, Spezialverteidigung geht, Initiative geht auch, aber das kann später richtig reinhauen. Attacken, wie gesagt, Fliegen habe ich ihm beigebracht. Ich glaube, vorher konnte es Luftschnitt oder so, das habe ich ihm vergessen lassen. Und ansonsten kann es Stahlflügel, Nachthieb und Schlitzer. Aber wie gesagt, ich kämpfe noch nicht mit ihm. Also nur um das jetzt noch ein für alle mal klar zu machen, noch werde ich es in den Kämpfen nicht verwenden. Und ich glaube, ich werde vielleicht irgendwann auch mal hoffentlich noch ein Pokémon finden, was Radfratze setzen kann. Das brauche ich nämlich auch nicht so
nicht so wirklich. Aber okay. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich fliege mit meinem Panzerum erst einmal nach Rosalia City. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, Rosalia City. Und zwar gibt es ja hier auch ein paar Flächen zum Surfen. Und da konnte ich ja früher noch gar nicht hin. Zum Beispiel hier. Da steht so ein Typ rum. Und zu dem will ich mal hin. Das Pokémon, das ich mir neulich geangelt habe, hat ein Item dabei. Es hieß Zauberwasser oder so. Aber da ich nur am Angeln von Pokémon interessiert bin, kannst du es haben. Zauberwasser erhalten. Ich gehe da mal wieder ans Angeln. Jo, richtig super. Gerade ein Item bekommen, was alle Wasserattacken um 20% verstärkt. Das Zauberwasser. Das gebe ich gleich mal Morlot statt der Flinkklaue. Ist, glaube ich, irgendwie besser. Ja, hier, Zauberwasser. Ein Item zum Tragen, ein tränenförmiger Edelstein, der Attacken vom Typ Wasser verstärkt. Es ist auch eine Sache, die mich persönlich immer ein bisschen verwirrt, aber ich habe jetzt nochmal nachgesehen. Also in der zweiten und in der dritten Generation war es noch so, dass diese Items die Attacken des jeweiligen Typs um 10% verstärkt haben. In der vierten und fünften Generation verstärken sie die jeweiligen Attacken um 20%. Also im Prinzip eigentlich sogar besser als damals. So, natürlich geben. Morlord, dann wird sein Surfer noch stärker. So, die Flinklore kann ich ja meinetwegen, so, kann man wegnehmen. Alles klar. Gut. Das war das. Und jetzt surfen wir natürlich gleich wieder zurück. So, und ich glaube, hier hinten war doch auch noch so eine Stelle. Genau, da hinten. Wie komme ich da hin? Ich glaube, nur von hier, oder? Von der Route 30. Ja, jetzt kommen erstmal wilde Pokémon, aber die kümmern mich jetzt eigentlich gar nicht wirklich. Schon gar nicht ein Raupi auf Level 3. Ich lache mich tot. Ach komm, ich gelaber. Das lassen wir lieber in Ruhe. Das lassen wir in Ruhe. Und damit die uns in Ruhe lassen... Topschutz. So, 250 Schritte lang haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. Genau, hier muss ja auch noch irgendwo was sein. Und ich will wissen, was. Surfer! So, was ist jetzt hier? Hier ist nichts. Wie gibt's denn das? Hier muss doch irgendwo was sein. Ist hier was versteckt? Nee, manchmal bauen sie das, ich könnte einen Kopfnuss vertragen, aber hier ist... Schade, hier ist sonst gar nichts. Na gut, dann nicht. Ich kann nämlich immer noch nicht Kopfnuss, aber ich glaube, das bringt mir sogar jemand im Steineichenwald bei... Oh, das ist jetzt schon wieder. Ist das etwa... Oh, Entei! Leck mich fett, jetzt kommt das auch schon! Gegen das kann ich ja auch wieder nichts machen, verdammt nochmal! Entei übt der Zwinger aus. Vor allem, es kann auf dem Wasser erscheinen, ich dachte, das könnte nur Suicune, aber okay... Entei, Leute! Jetzt sind wir einmal schon Raikou begegnet, jetzt ist es Entei, aber ich kann doch wieder mal gar nichts machen, weil ich habe nur... einen Hyperball dabei, einen Netzball, vor allem einen Schwerball. Ich meine, schwer ist Entei jetzt nicht unbedingt. Was soll ich großartig gegen dich machen, Entei? Ich werde nicht viel machen können, ich kann dich nur ein bisschen schwächen mit dem Sternschauer. Und dann wirst du sowieso wieder abhauen. Ja, wildes Entei ist geflohen, voll fies. Ich fass es nicht. Die trollen mich ja total. Ich kann ja nichts machen. Ich habe keine Turbobälle und ich glaube, das bringt bei denen jetzt auch nicht so viel. Aber egal. So, ich muss jetzt noch woanders kurz hin und zwar... wo waren das nochmal? Ich glaube, an der Route 40, also ein Stück westlich von Oliviana City, war ja eine junge Frau oder ein Mädchen namens Monja und die hat mir ja die Hack-Attack geschenkt. Und es gibt, wie gesagt, pro Wochentag eine Person im Spiel... Natürlich jeweils immer woanders. Und die geben einem immer irgendetwas. Und heute ist bei mir am Tag der Aufnahme Dienstag. Und das heißt, die Person für den Dienstag ist sogar irgendwo hier in der Nähe auf Route 29 zu finden. Nee, du bist das nicht, aber ich hol mir mal die grüne Aprikoko. Schön shaken und flop. So, Aprikoko grün. Gut. Wo ist diese Person jetzt? Du bist das auch nicht? Ich glaube, das müsste auch wieder eine Frau sein. Schutz wirkt nicht mehr. Oh doch, und wie es das tut.
Das ist immer so Wahnsinn. Man denkt immer, ja, man rechnet mit nichts und auf einmal, zack, boom, kommt ein legendäres Pokémon. Ich glaube, du bist das. Darf ich mich vorstellen, ich bin die Linde von Dienstag. Da wir uns zum ersten Mal sehen, schenke ich dir diesen Krummlöffel. Krummlöffel, nicht Krummlöffel, Krummlöffel. Findest du nicht auch, dass er eine äußerst sonderbare Form hat? Er verstärkt Attacken der Elementklasse Psycho. Ich bin sicher, er wird dir sehr nützlich sein. Oh ja, Leute, das bekommt natürlich gleich mal mein Simsala zu tragen. Richtig super. So, wo ist es denn? Hier. Ich habe früher immer geglaubt, das Ding heißt Krummlöffel, aber das ist der Krummlöffel ohne Ü. Ein Item zu tragen, ein Löffel voll mit telekinetischer Energie, der Attacken vom Typ Psycho verstärkt. Alles klar. Simsala, den bekommst natürlich du. Das heißt, alle Psycho-Attacken, in dem Fall sein Psy-Strahl wird um 20% verstärkt, richtig geil. So, aber wem gebe ich jetzt dafür die Flinkklaue? Wem gebe ich die Flinkklaue? Vati vielleicht. Ah ja, und übrigens, mein Igelava trägt noch die Holzkohle, die verstärkt ja Feuerattacken um 10%. Die bekommt man aber von dem Lehrling bei dem Holzköhlen Azalea City, nachdem er die Porenta zurückgebracht hat. Er bedankt sich bei euch und sagt dann, ja, hey, wir willst ein Stück Kohle haben und so, der gibt euch das dann einfach. Also jetzt ist dann das Flammenrad von Igelava um 20% stärker, stimmt's? Ja, Igelava scheint es nicht schnell genug zu gehen, alles klar. So, das war eigentlich eh schon das, was ich machen wollte. Und das habe ich jetzt gemacht und das heißt jetzt... Ah ne, jetzt muss ich noch eine Kleinigkeit erledigen, auf die ich ja total vergessen habe bei meinem ersten Besuch in Anemonia City. Da muss ich jetzt nämlich noch einmal hin. Da habe ich nämlich ein Ereignis nicht getriggert. Und ich glaube, ich zeige euch in dem Part einfach mal kurz die Safari-Zone. Aber erstmal nach Anemonia City, bitte! So, Anemonia City... Okay, und zwar, ich werde jetzt einfach mal ganz kurz meinen Morlord an die erste Stelle des Teams setzen, einfach mal so, damit das auch mal kämpfen kann, das habt ihr noch gar nicht in Aktion erlebt. Und zwar habe ich wirklich total vergessen, dass ganz im Norden der Stadt etwas Wichtiges passiert. Ich bin nämlich gleich hier irgendwie so angekommen, ich glaube, ich bin irgendwo hier bei den Dingern angekommen, bin dann natürlich sofort nach unten gegangen und da merkt man eigentlich gar nicht, dass hier oben, Achtung... Seht mal, es ist Suicune, die ganze Zeit war das schon hier und ich habe voll darauf vergessen, dass ich dieses Ereignis unbedingt auslösen muss, damit es dann mit der Story weitergeht. Also werde ich mich Suicune jetzt natürlich nähern, aber keine Sorge, ich kann es noch nicht fangen, es wird wieder davonlaufen. Hallo Alex, sag mal, war das nicht eben Suicune? Ich konnte es nicht richtig erkennen, aber für den Hauch einer Sekunde meinte ich wirklich gesehen zu haben, wie der Suicune über das Meer gebrettert ist. Suicune ist so schön und so stolz. Außerdem läuft es mit atemberaubender Geschwindigkeit Städte und Straßen ab. Es ist einfach ein wundervolles Pokémon. Ich würde es nur zu gerne mal aus nächster Nähe sehen. Los, lass uns kämpfen. Wenn ich dich besiege, erkennt mich Suicune vielleicht als würdigen Trainer an. Komm schon, Alex. Eine Herausforderung von unbekannter Eusin. Und er hat ein Trauma zu. So, Morlord, das willst du mal erledigen. Das ist übrigens der einzige Kampf gegen Eusin. So, was werden wir denn tun gegen dich? Ach, einfach den Surfer. Oh, Konfusion. Na, das wird nicht so viel bringen. So, Surfer. Dank Zauberwasser nochmal um 20% stärker. Oh, zieht ja ganz schön was ab. Und gleich nochmal. Spür die Welle! Aussetzer? Nein! Surfer wurde blockiert, du verdammtes Mistvieh! Slam! Voll ins Gesicht, das kommt davon. Ich hasse den Aussetzer. So, jetzt hat er ein Alpollo. Okay, ich wechsle natürlich jetzt auf Simsala. So, Mola, du kommst mal zurück. Und Simsala, du bist dran. Es trägt zwar eh schon zwei Löffel, aber jetzt hat es quasi mit dem Krummlöffel noch einen dritten. Keine Ahnung, wo es den jetzt hält. Sieht man ja nicht. Aber egal, der Psy-Strahl wird jetzt ebenfalls um 20% verstärkt. Take this! Von Level 25 habt doch keine Chance gegen mich. Haha. So, und sein drittes Pokémon ist ein Elektroball. Okay, da tausche ich jetzt natürlich wieder aus auf Morlord. Dann kann er mich nicht mit Elektroattacken angreifen.
Weil wir sind ja zum Teil auch ein Bodentyp. So, Elektroball. Okay, Lehmschuss. Ultraschall. Na gut, das zieht immer 20 KP ab. So, Lehmschuss, voll ins Gesicht geschissen und zack. So, sehr effektiv und der tolle Nebeneffekt, die Initiative sinkt. Also gleich nochmal, Lehmschuss. Hey, ich wollte zuerst angreifen, was soll das? Naja, Mordas Initiative ist halt wirklich sehr gering. Das ist das einzige Problem bei ihm, aber sonst ist es gar nicht so schlecht. So, Initiative ist wieder gesunken, jetzt darf ich aber bitte zuerst, oder? Immer noch nicht. Warum nicht? Warum nicht? Egal, du bist besiegt und ich habe gewonnen. Das war's. Ich sage es ungern, aber du gewinnst. Das war unglaublich, Alex. Ich glaube, ich verstehe langsam, warum Suikon einen Augenblick lang innegehalten hat, um dich zu mustern. Aber deswegen gebe ich meine Suche nach Suikon noch lange nicht auf. Wir begegnen uns bestimmt mal wieder. Mach's gut. Alles klar. Ja, dann erstmal ab ins Pokémon Center Pokémon heilen. Also, wir begegnen Eusin auf jeden Fall noch einmal im Spiel, aber es gibt nur diesen einen Kampf gegen ihn. Also nochmal müssen wir nicht mehr gegen ihn kämpfen. Aber okay. So. Wie gesagt, bei Suicune dauert es absichtlich länger als bei Entei und Raikou, dass wir das überhaupt mal fangen können, dass wir überhaupt mal die Gelegenheit dazu haben. Aber das ist auch so gewollt. So, Pokémon sind wieder topfit. Dankeschön. So, Schutz wiegt nicht mehr, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Gut. Dann würde ich vorschlagen, ja, Igel aber erstmal natürlich wieder an die erste Stelle im Team zu setzen. Dann würde ich vorschlagen, ich gehe mal zur Safari-Zone. Da waren wir ja auch noch gar nicht. Und die befindet sich jetzt, wie gesagt, hier ziemlich weit drüben im Westen. Ja, dieser Weg führt in die Safari-Zone. Erlebe spannungsgeladene Abenteuer mit Pokémon in freier Wildbahn. Nur wenige Schritte trennen dich von deinem Safari-Gegner. Na gut, wenige Schritte stimmt ehrlich gesagt nicht. Das ist schon ein schönes Stück, dorthin zu kommen. Aber ich finde es also geil, dass die Entwickler daran gedacht haben, hier eine Safari-Zone einzubauen, weil in Gold, Silber, Kristall damals gab es in Johto keine Safari-Zone. Also das ist was komplett Neues. Felsklippentor. Hey du, hör mir mal kurz zu. Hier hinten gibt es einen sehr, sehr spannenden Ort. Die Safari-Zone. Da soll es seltene Pokémon in Hülle und Fülle geben. Ein regelrechtes Paradies für Trainer. Damit machen die doch Verluste, oder? Es ist gar nicht weit. Wenn du dort hochgehst, bist du sofort da. Na, schaust du mal vorbei? Ja, klar doch. Wunderbar, es ist wirklich nicht weit. Nimm die Treppen hier und verlasse die Hülle, dann bist du schon fast da. Ja, aber auch nur fast. Ihr werdet gleich sehen, was dieses fast bedeutet. So, jetzt müssen wir, wie gesagt, erstmal hier raus. Und hier können wir, wie gesagt, auch noch nicht lang. Das dauert noch. Route 47. Und hier draußen gibt es auch ein paar Trainer, zum Beispiel den Typen da. Du kommst goldrichtig. Ich war gerade dabei, mich ein wenig einsam zu fühlen. Aber ein Kampf ist ein Kampf, also los! Eine Rosserung von Wanderer Giuseppe. Oh, Giuseppe ist doch, glaube ich, italienisch, oder? Italiano. So, er hat ein Tummiesel. Das ist eines der unnötigsten Pokémon überhaupt. So, Flammenrad. Mit Holzkohle noch verstärkt. Inklusive Step-Bonus, ne? Wisst ihr, wenn ein... Nein, nicht Gegner. Wenn ein Pokémon eine Attacke vom selben Typ wie es selber einsetzt, wird die an sich schon mal um 50% verstärken. Jetzt noch zusätzlich 20% wegen der Holzkohle. Ist einfach nur mega. Und zack. Und schon ist Dummiesel besiegt. Weil Dummiesel ist ein dummes Pokémon. So, jetzt ist mein Igelaber leider eingepennt wegen dem Gegner. So, jetzt hat er noch ein Dummiesel. Okay, ich wechsle auf Simsala. Ernsthaft, ich meine, bitte, Dummiesel, das kann nichts. Das kann gar nichts. Dummiesel ist wirklich wieder so ein unnötiges Pokémon. Wozu es das überhaupt gibt, frage ich mich. Egal. Psystrahl. In your face. Ich meine, alleine wie es aussieht. Ja, kann auch nicht viel. Sieht auch nicht noch viel aus. So, und der drei Dummiesel. Einfach nur dumm. Dum, dum, dum.
So, nochmal Siegstrahl in your face und dann habe ich gewonnen. Das ist, was ich haben gesagt. Ja, tolle Aussage. So, da muss ich glaube ich eh lang, aber ich gehe erstmal hier lang, weil da unten liegt was. Wir haben es nicht so mit Menschenmengen und selten daher lieber im Freien. Geht es dir etwa genauso? Naja, also... wirkliche Menschenmengen kann ich auch nicht so wirklich leiden. So, Camper Donatello hat ein Hubelook, wie niedlich. So, Igalava, du schläfst ja leider immer noch. Aber gleich nicht mehr. Statusheilmittel, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, egal. Hyperheiler einsetzen. So, Hyperheiler wird eingesetzt. Und Igalava wird wieder normal. So, Hubelupf macht Kugelsaat, okay, das kackt mir ein paar Mal ins Gesicht. Bis zu 5 Mal kann das passieren. Ist ja mal gut jetzt, du machst eh keinen Schaden. Das ist immer nur 1 KP pro Treffer, das ist so billig. Hey, es ist genug. Mann, nicht sehr effektiv. Ja, 5 Mal getroffen. Bis zu 5 Mal kann Kugelsaat treffen. Aber in meinem Fall macht mir das nichts aus. So, Flammenrad. Und kaboom. Das kommt davon, wenn man mir so ins Gesicht kackt. Das ist einfach nur ekelhaft. So, und jetzt hat er noch ein Meryl. Da tausche ich natürlich wieder aus auf mein Vati. Und das steht übrigens kurz vor einem Level-Up. Und das ist gut so. Also dann. Donnerschock. Ah, fast besiegt, leider nicht ganz. Rutenschlag? Davon wirst du nichts mehr haben. Donnerschock nochmal. Und Sieg! Mann, war das wieder schwer, hä? So, Vati erreicht Level 25, oh yeah. Und es versucht Ladevorgang zu lernen. Naja, Ladevorgang, das werde ich mal lieber nicht lernen, das ist jetzt nicht so toll. Also gut, soll das Pokémon dann sagen, nee, Ladevorgang nicht lernen. Das würde nur die Stärke von Elektroattacken erhöhen, aber das, da verschwendet man eine ganze Runde. Wir müssen wohl noch tief in die Berge gehen. So, und das alles wegen, nein, Tom ruft mich jetzt nicht an, wegen einem Beleber. So, voll das Gespräch unterbrochen, dass der Typ da anrufen wollte, der kann mich mal. So, jetzt geht's hier mal rein. So, Felsschlundhöhle, wer bist du? Wenn du in einer Höhle auf eine Weggabelung stößt, ist einer der beiden Wege meistens der richtige und der andere endet in einer Sackgasse. Aber bevor wir nicht beide Richtungen ausprobiert haben, finden wir Menschen einfach keine Ruhe. Für welche Leiter entscheidest du dich? Für die, die nach oben führt oder für die, die nach unten führt? Na, natürlich für die, die nach oben führt. Ich muss ja nach oben. So, raus hier, Mann! So, und jetzt gibt es hier ein Double Battle! 1 plus 1 ergibt zwar 2, aber zusammen sind wir noch viel stärker als die Summe unserer Teile. Gemeinsam sind wir mehr als nur zweifach stark. Eine Herausforderung von Duo, Nele und Uwe. Und sie haben ein Elektrik und ein Magma. Feuer und Elektro gegen Feuer und Psycho. Na, das kann interessant werden. Oder auch nicht. So, Level 25, na ganz klar. Flammenrad auf Elektrik. Und Psystrahl auf Magma. So, oh, Schutzschild, fies. Fies, fies, fies. Aber, ja, dann greift der Igalava an. Kabum. So, Elektrik. Hat das überlebt und hat mein Igalava mit Statik paralysiert. Das war natürlich auch fies. Und Donnerwelle, jetzt wird mein... Oh, ey, beide Pokémon paralysiert ist assi. Das ist wirklich assi. Na gut, Flammenrad. Wir probieren das Ganze jetzt noch einmal. Donnerblitz! Oh! Das könnte wehtun. Das tut doch weh. Finte! Oh shit! Warum kann es eine Unlichtattacke? Simsala! Volltreffer auch noch! Das ist fies! So, take this, Psystrahl! Das wirst du büßen! Ha! Jetzt habe ich dich verwirrt! Das kommt davon! Und Igalava macht Flammenrad, obwohl es paralysiert ist, kann es trotzdem angreifen, Glück gehabt und Electric ist erledigt. Haha. Sehr gut.
Und Simsala erreicht sogar noch Level 32, alles klar. So, ja, Igelaba, du versuchst mal einen Sternschauer. Und Simsala, dich tausche ich zu sicher lieber aus, bevor du besiegt wirst, und zwar auf Moralord. Damit dir auch wirklich nichts passiert. So, Magma ist verwirrt, hoffentlich haut er sich selber ins Maul. Nö, Finte. Warum? Oh, okay, ich mal auf mein armes Moralord, das gerade frisch eingewechselt wurde. Macht ihm aber nicht viel aus. So, Superadressist kann ich angreifen. Nein! Ich hasse dich. So, Surfer. Obwohl, nee, das ist nicht so gut. Nein, nein. Ich mache lieber Lebensschuss, weil Surfer trifft ja leider mein eigenes Pokémon auch. So, Magma ist verwirrt. Es hat sich übrigens selbst verletzt. Haha, voll Idiot, ausgenockt. Das kommt davon. Und ich habe gewonnen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mir scheint, du bist auch mehr als nur ein einfacher Trainer. Boah, 6000 Poké-Dollar, richtig geil. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt muss ich aber meine Pokémon mal heilen, weil das geht ja mal gar nicht. Medizin. So, Hyperheiler. Für Igelaba. Und für Simsala. Und dann noch Supertrank. Ebenfalls für Simsala. Und ebenfalls für Igelaba. So, schon besser. Gut, ich bin leider immer noch nicht ganz da, aber ich glaube, das werde ich dann doch noch machen, dass ich hier weitergehe. So, seht mal, da oben liegt was. Ich glaube, irgendwo gibt es hier noch mindestens ein Trainerpärchen. Ich glaube, irgendwo gleich hier oben dann. So, was liegt hier noch? Ein Schwerschweif. Aha, okay, gut. Ja, seht mal, gegen die muss ich jetzt auch noch kämpfen, meinetwegen. Wird der Part wieder länger, macht er nichts. Wie ein Felsen der Brandung will ich für meine holde Marie sein. Nie soll ihr auch nur ein Haar gekrümmt werden. Meine Liebe ist tiefer und weiter als der Ozean. Auf ewig soll sie meinen Liebsten umschließen und auf sicheren Wogen tragen. Ziemlich romantisch, aber besiegen werde ich euch trotzdem. Junges Glück, Mari und Piss. Oder Pitz. So, Onyx und Austoss. Okay. Das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Igelaba, du wirst einmal ausgetauscht auf Moralord. Und Simsala, du probierst jetzt mal einen Psy-Strahl auf Austoss. So, mal sehen, wie viel zieht das ab. So viel, dass Austoss schon besiegt ist. Jawohl, na gut, Level 22 ist ja auch kein Problem. Oh, und Igelaba erreicht gerade Level 33. Supi. Und Moralord erreicht Level 26, das wird ja immer besser. So, Onyx macht einen Sandsturm, richtig gemein. Das tut ja voll in den Augen weh. Das sieht man ja nichts, der Sandsturm tobt. So, egal. Lebensschuss oder aber auch Psy-Strahl. Wir werden sehen, was zuerst trifft. Natürlich der Psy-Strahl, ich meine, das ist ja, steht völlig außer Frage. Dass im Saal das schneller ist. Und das hat gerechnet, um Onyx zu besiegen. I win! So, das war's. Du warst standhafter als ich. Das war gigantisch. Nee, das war einfach nur geil. So, und jetzt bin ich aber da. Route 48. Das steht hier. Route 48 nördlich der Safari-Zone. Und die ist, wie gesagt, gleich hier drüben. Ich gehe jetzt nicht ins Gras hinein, sondern hier ist sie. Safari-Eingang. Okay, Leute. Dann heile ich hier nochmal ganz schnell meine Pokémon und die eigentliche Safari-Zone, die sehen wir uns dann im nächsten Part ein bisschen an. So, bitte erstmal die Pokémon heilen, das ist jetzt ganz wichtig. Also sorry, dass der Part schon wieder ein bisschen, dass ich da schon wieder überzogen habe, aber da kann ich jetzt auch nichts machen. Hauptsache, ich habe es jetzt mal hierher geschafft. Alles klar, Leute, also dann... Darf ich mich verabschieden? Ich sage danke fürs Zusehen und im nächsten Part... Würde ich sagen, machen wir einmal die Safari-Zone und vielleicht kann ich ja da auch ein paar neue Pokémon fangen. Also, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Heart Gold. Es gibt noch so viel zu tun und so viel zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!